Okay. Boah, die sind ja überall. Okay, dann machen wir mal. Ich würde mal. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir machen mal den ersten hier in der Nähe. Bare Knuckle. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hört sich nach Boxkampf an, wegen Arena. Und Boxen war ja auch im Tutorial ein Ding. Wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich vorhin auch irgendwas im Loading Screen gehört, von wegen, dass man hier Boxkampf machen kann. Ehrlich gesagt, was mir gerade so einfällt, weil Ubisoft und London, man hatte ja schon mal einen London gemacht in Assassin's Creed Syndicate. In 2015 müsste das gewesen sein. 2015 kam Assassin's Creed Syndicate im viktorianischen London. Ein Assassin's Creed natürlich. Und jetzt macht man einen Watch Dogs im. Okay. Danke für die Werbung. Wo war ich? London. Und jetzt macht man ein Zukunfts-London, also was natürlich schon relativ close an der aktuellen Vorlage ist. Natürlich mit ein bisschen Sci-Fi hier und da, also sagen wir mal so London, wie es vielleicht in 30, 40, 50 Jahren aussehen könnte. Oder auch nicht. Ich hoffe nicht. Aber schon interessant. Und ich muss sagen, Assassin's Creed Syndicate, obwohl das viele nicht so für Du ein bist fast besonders da. Du gutes bist fast hielten, da. ist eins Gib meiner mir das Ziel. Lieblings-Assassin's Creed-Teile, weil die Welt damals so nice umgesetzt haben. Ich einfach ein Freund von London bin tatsächlich. Und ich laber hier schon wieder einiges. So, was machen wir hier? Bare Knuckle. Ja, Box hier, Fäuste. Okay, hier geht's safe ums Kämpfen. Weil das war damals auch so, und das wollte ich einfach sagen, im Syndicate fällt es mir ein, konnte man auch diese Boxkämpfe machen. Ja, und das sah auch so aus. Nur halt nicht so, ja, ein bisschen anders. Aber ich glaube, Boxkämpfe gab es schon in vielen des Ubisoft-Spielen, also auch in Assassin's Creed Odyssey gab es ja auch wieder. Wo waren das Boxkämpfe? Ja, okay, es waren irgendwelche Arena-Kämpfe. So, wir überspringen das mal. So. Okay, der ist jetzt aber nicht krass. Boah, er hat mir einen Huf gegeben. Komm. Boah. Boah, der haut aber direkt zurück, gell? Von einer guten Kämpferin? Was? Hier sind nur Männer. Habe ich das falsch verstanden? Baff. Und tot. Okay, es gibt mehrere Runden. Es war aber auch damals ein Syndicate. So, ich weiß nicht, warum ich es gerade so mit Syndicate verbinde. Aber da musste man dann auch so 4, 5 Runden, kam da mehr Gegner oder stärkere Gegner. Das war aber halt auch auf Boxen, weil in anderen Teilen war es dann mit Schwertkampf oder mit, was weiß ich nicht, allem. Boah, der hat er mich. Muss aber auch aufpassen, so viel Leben hat man gar nicht so. Boah. Puff und bumm. Man sieht aber jetzt auch nicht, wie viele Runden man machen muss. Isabel Kalinowski, Amateurkämpferin. Okay, Kampf 3. Ah, jetzt steht sie. Habe ich nicht gesehen. Buff. Okay. Die ist ein bisschen knifflig. Boah. Fuck. Was war das? Die kann man gar nicht blocken. Hä? Das kann man nicht. Boah. Jetzt muss ich sie finishen. Fuck. Ich muss ein bisschen auf Abstand. Okay, man heilt sich hoch. Boah. Guck mal, du kannst ja nichts machen. Boah. Beenden. Ja, die war krank. Aber das hat man ja auch angesehen. Die war aus starkem Holz geschnitten. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Rafe Ward. Aber der sah aus wie der andere. Fordert bei Niederlage Verstärkung an. Ist nicht so gut.
Das heißt, wenn wir den weghauen, kommen wahrscheinlich dem seine Cousins noch mit in den Ring. Das ist jetzt auch das Finale in dieser Arena. Okay. Ich find's auch einfach geil, wie die alle in so übelst krassen Street-Bomberjacken, was nicht alles, Trainingsanzügen. Wir stehen einfach in so einem Anzug. Mit Brille. Na gut. Na dann komm mal. Gespannt, was der drauf hat. Ich habe also das Gefühl, dass an die Frau keiner mehr rankommt. Buff. Damit hat er nicht gerechnet. Boah. Ich finde es aber nice. Die Gegner sind auch nicht zu zäh. Man kann so einen Gegner ein paar Sekunden weghauen. Dann ist das in Ordnung. Boah. Das müsste es gewesen sein. Ach ne, jetzt kommen die Cousins. Naja. Wie ich es gesagt habe. Wie ich es gesagt habe. Okay. Vier Leute. Und die Frau rechts sieht aus wie Skrillex. Kennt den noch jemand? Boah, der ist aber schon weak, Buff. Boah, der mit One-Shot. Fast. Boah, das war dumm. Bam. Dem ein und bumm. Beide weg. So, noch zwei Ölköpfe. Guck mal, hier Skrillex. Bumm. Aber die halten ja nichts aus. Guck mal, sie schon am Boden. Und bam. Und bam. Toad. Alter, was war das? Die zeigt einfach Mittelfinger. Voll die Ehrenaktion. Okay. Was hatte die? Nimmt weniger Nahkampfschaden. Weil die war richtig krank hier. Alexander Rudenko. Vielleicht war es auch ein Mann. In Rekruten speichern. Ja, alle, oder? Nehmen wir alle mit. Und das hier die Polizei? Ja, Albion, das ist denn ihr Logo. Okay, okay, okay. Und hier haben wir so einen Klamottenshop. Bei ihm hier? Nee. Hier? Ich muss schon sagen, so ein Klamottenshop wurde schon mal nicer umgesetzt. Ich erinnere da immer wieder gerne an GTA 5, da konnte man reingehen. So, das ist jetzt aber, was ich habe. Und hier kann ich nur Schuhe kaufen. 185. Boah, das sind doch Frauenschuhe. Guck mal hier, das sind doch Frauenschuhe. Ja. Wenn du hier nur Schuhe bekommst. Schuhe finde ich da ein bisschen rausgeschmissenes Geld, weil die sieht man hier so gut wie gar nicht. Weil es natürlich auch niemanden fronten, der sich gerne Schuhe in Videospielen zündet für seinen Charakter. So, das ist jetzt die Hauptmission. Und das sind jetzt alles Boxkämpfe und die sind wahrscheinlich über die ganze Map, logischerweise. Ich habe gerade so ein bisschen Blut geleckt mit den Boxkämpfen. Ich würde sagen, ich mache noch den hier. Dann haben wir nämlich schon mal zwei. Und dann machen wir die nächste Hauptmission. Und ansonsten sehe ich jetzt auch keine Nebenmission mehr. Natürlich hier. Man kann Darts spielen? Oh mein Gott. Planänderung. Planänderung. Ja. Planänderung. Oh mein Gott, wir werden nie wieder die Hauptstory. Nein, nein, nein. Man kann Darts spielen. Oh Gott, ich bin so ein Darts-Fan. Aber im echten Leben sack ich halt voll rein. Also, ich weiß nicht, wann war dieser Dart-Hype so mal richtig? 2018? 18, 19 so in dem Dreh war, glaube ich, Darts mal richtig im Hype. Also, wirklich im Hype. Es ist natürlich nach wie vor richtig beliebt und ein echt krank wachsendes Sportart so, auch im Entertainment-Bereich. Wir waren aber tatsächlich, bevor dieser Hype so ein bisschen kam, auch immer mal in so einem speziellen Darts-Bar. Und ich muss leider sagen, dass ich kein Talent für Darts habe. Aber ich spiele das unglaublich gerne. Ich schaue mir das unglaublich gerne an.
Und ich glaube tatsächlich, bei Darts kann man viel mit Übung auch wegmachen, aber in Videospielen, und ich erinnere da immer gern an Grand Theft Auto 5, habe ich heute schon mehrmals erwähnt, da haben die das richtig cool umgesetzt. Ich bin mal gespannt. Einen Pfeil werfen. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie bei Dings. Komm, wir werfen mal. Okay. Ich kenne die Regeln, wenn wir normale Stars spielen. So, zielen mit L. Werfen. Ja. Okay. Ja, okay, ist ein bisschen anders. Ja, man muss hier in die Triple 20. Das ist die höchste. Okay, wie werfe ich? Mit RT? Mit RT werfen. Und mehr ist es da nicht. Okay, ist ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, bei GTA 5 hatte man das ähnlich so umgesetzt. Buff, der ist drin. Triple. Okay, man hat ja immer 3 Pfeile. Oder 3 Darts pro Wurf. Das heißt, Buff, das sind 120. Also 3x20. 60. Das heißt, 2x. Jetzt die 180 ist die maximale Zahl, die man pro Wurf werfen kann. Wenn man 3x eben hier die Triple 20 wirft. Der innere Kreis ist immer Triple, der äußere Double. Ich sage aber einfach mal bewusst, der Triple-Kreis ist tendenziell einfacher zu werfen. Gerade wenn man Double werfen muss, muss man ja meistens... Der war drin, oder? Ja? Okay. Buff. Okay, er zeigt es mir an hier, den idealen Weg. Da muss ich nicht rechnen. Zack, der war daneben. Okay. Jetzt Triple 8. Der war drin. Abschluss mit einer Double, genau, das ist so die Regel. Und der war daneben. Oder? Win. Okay. Match gewonnen. Okay. Hat jetzt so vom, wie so ein Spiel verläuft, nicht viel mit realem Darts zu tun, muss ich leider sagen. Aber die Regeln... Ich muss sagen, in GTA 5 wurde es besser umgesetzt. In GTA 5 konnte man das halt auch online dann mit Freunden. Also ich kann mich gut dran erinnern, dass wir in GTA 5 teilweise 5 Stunden am Stück Darts gespielt haben. Und das war dann 2 Runden oder so, weil die halt wirklich reale Wettbewerbsbedingungen hatten. Und du konntest das halt auch so nice spielen. Das war jetzt, naja, eine Runde runterwerfen und dann gewinnst du. Fände ich cool, wenn man das ja auch machen könnte. Und meines Wissens kann man ja Watch Dogs auch immer im Koop spielen. Zumindest ging es in Watch Dogs 2. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man es hier nicht machen kann. Schließlich... Was ist denn mit dem Auto hier los? Schließlich konnte man... oder es ist hier ein gewisser Online-Zwang. Ich habe irgendwas schon mit Multiplayer gelesen. Ich gehe also stark davon aus, dass hier ein Koop möglich wäre. Und dann natürlich Darts in so einem GTA-ähnlichen Game. Das ist schon nice. Leider nicht so nice umgesetzt. Trotzdem schön, dass man dran gedacht hat. Also gerade diese Kleinigkeiten, diese Nebenaktivitäten in so einem Open-World-Spiel, was, sag ich mal, jetzt so in der Gegenwart spielt, das finde ich schon immer cool. Weil, manchmal sind dann halt genau diese Minispiele in so einem großen Spiel besser, wie wenn du jetzt in einem Browser oder so das spielst. Aber nichtsdestotrotz, und ich sehe gerade hier, ist ja mal ein richtig krankes Viertel. Ich meine, wir waren hier zwar schon in Campen, Anfang der letzten Folge. Aber jetzt hier mit diesen Lichtverhältnissen sieht es hier schon ziemlich krank aus. Und leider leidet auch meine Framerate gerade. Also ist einfach mal irgendwie um 20% eingebrochen. Ne, 20% ist gut. 40%, seitdem wir hier sind. Na gut. Das wird schon... Wird man schon überleben. Gut, du bist jetzt da. Muss ich kurz finden nachdenken. Wir gehen jetzt hier zu einem Boxkampf. Wir gehen jetzt hier nicht zu der Hauptmission. Ja. Nee. Ich verkackt. Nö, das müsste so ein Boxkampf sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gott. Hier ist aber ein sehr merkwürdiges Licht. Also das hat man ein bisschen gut gemeint hier mit diesem herbstlichen. Ich feiere das ja eigentlich. Also Herbst muss ich sagen, wenn da wirklich so alles schön bunt ist, die ersten Blätter, die Bäume langsam ihre Farben bekommen. So dieser Spätsommer, Frühherbst finde ich immer schön.
Aber so dieser Matschherbst, wenn dann alles grau ist, gerade in Deutschland. Ja, das ist dann auch so die Phase, wo man prinzipiell mal ein bisschen down ist. Und in London hatten wir noch verhältnismäßig wenig Regen bisher, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, haben wir wieder so eine Frau. Die haben ja im letzten Boxkampf schon bemerkt, dass die hier das Faustdick hinter den Ohren haben. Darf man sich auf keine Spielchen einlassen. Abgezockt. Buff. Also ich muss schon sagen, die Lichter hier, das ist schon geil. Das hat natürlich sehr krasse Cyberpunk-Feelings. Aber das ist hier schon nice. Wer sich an Cyberpunk erinnern kann, Pacifica. Das hier so, das erinnert mich ein bisschen an Pacifica. Da habe ich sie über auf die Bretter geschickt. Ist auch so ein nicer Spruch. Nicholas Blair. Irgendwie sagt mir der Name was. Ist das an irgendeinen Schauspieler angelehnt oder so? Mit seinem Wir wollen Blut sehen. Junge, was ist denn hier los? Die Leute. Der erinnert mich. Oh, wisst ihr, an wen der mich erinnert vom. Also die, der Charakter? Ah, Walking Dead. Und zwar. Oh Gott, wie hieß der? Der Bruder von dem mit dem. Mit der Armbrust. Der dann auch. Okay, ich will nicht spoilern, aber wer Walking Dead gesehen hat, wird wahrscheinlich relaten können. Ich glaube, es ist auch der Schauspieler, der in Guardians of the Galaxy den. Diesen Blauen gespielt hat, keine Ahnung, wie der hieß. Und bumm. Ja, ich bin im Game. Zu strong für die Gegner. Das war doch die erste, oder? Da hat sie einfach eine andere Jacke angezogen. Okay. Aber ich muss sagen, die haben alle die gleiche Taktik. Also diese eine Frau in der letzten Arena, die hatte so eine kranke Taktik. Die hatte auch kein anderer Kämpfer bisher. Aber die ist auch wieder ein bisschen schwierig. Ja, guck mal, die kann ich nicht. Die muss man echt über einen Konter kriegen. Dann buff. Ja, das war's. Alter! Mir reicht's. Rief Londons berüchtigstes Kämpferduo ins Leben. Patrick Pennyfeather und John Payton. What the fuck? Zur Begrüßung hauen sie sich gegenseitig eine rein. Oh Scheiße, das nenn ich mal einen soliden Treffer. Der reinste Much? Was? Hat er gerade Much gesagt? Much? Das sagt man doch so gar nicht. Also, oder? Much ist doch so voll, was man im Norden sagt. Much. Much? Hat er gerade Much gesagt? Das muss ich mir nochmal anhören. Gott, die hauen mich platt. Hey, das ist eklig. Fuck. Okay. Hey. Komm her und zeig, was du kannst. Wow. Man darf sich nicht packen lassen. Ah, fuck, das war's. Ja, er hat's gesagt. Er hat echt Much gesagt. Geil. Much. Das ist ja der reinste Much. Aber das sagt erstmal, no joke, das sagt man im Norden, oder? So in Hamburg sagt man Much. Was heißt das eigentlich? So irgendwas so Much, so Plörre, gell? So sowas. Das mal bei Flying Uwe irgendwie gehört. Much. Dass das mal jemand hier in einem Videospiel sagt. Much. Das ist ja der reinste Much. What the fuck? Aber wie ich mich hier auch zurückkämpfe. Ich war schon dreimal am Boden. Oh, guck, wenn er das macht, das ist eklig. Aber ich, also der Kommentator hier, der ist ja richtig geil drauf. Der ist ja mal richtig geil drauf, was der für Sprüche hier raushaut.
Also du bist jetzt keine Kunst mehr. Jetzt pack ich dich mal. Ja, guck mal her, kann er. Ja, man muss sie echt über den Konter holen. So, und tot. Gute Nacht. Mal hier auch wieder auf Fair Play. Kriegen wir es auch wieder hier einen Mittelfinger? Ja, guck mal, die feiern's. Das sind korrekte Leute. Also ich sah einen in der anderen Arena. Einfach Mittelfinger bei Fair Play. Was ist denn da los? So, hier die nehmen wir natürlich mit in Rekrutenspeicher. Die hier, die hat auch gut. Komm, wir nehmen einfach mal alle. Kostet ja nichts. Rekrutiere John Payton. Hä? Muss ich jetzt alle einzeln rekrutieren? Ich habe gedacht, das passiert automatisch. Nee, nee. Ach, ich habe gedacht, das geht so automatisch. Albion hat seinen Datenzugriff gerade extrem eingeschränkt. Wie sieht's denn hier aus? Oh.